werde heute über diesen Gott der Bibel sprechen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst und ob du schon von ihm gehört hast. Und ich werde heute Abend auf dieses Buch, auf diese Bibel Bezug nehmen, in Bezug auch auf mein eigenes Leben und auf das, was ich auch glaube, was die Bibel zur Freiheit sagt. Ich habe Michaela gesagt, das ist ein sehr, sehr provokativer Titel. Freiheit, wo finde ich sie? Puh, da will doch jeder was sagen dazu heute, oder? In der heutigen Zeit. Und vor allem ist es ja auch schwierig, das in 30 Minuten euch ein bisschen rüberzubringen, was Freiheit ist. Und ich habe mich einfach entschieden, ich werde nicht eine theologische Abhandlung hier halten, was Freiheit sein könnte, weil es gäbe bestimmt ganz vieles zu sagen, auch biblisch gesehen. Ich werde euch vor allem meine Geschichte erzählen, was für mich Freiheit heute bedeutet. Das ist meine Geschichte, meine Erkenntnis, meine Überzeugung. Und du darfst das auch stehen lassen, wenn du das anders siehst, oder du darfst das auch anders sehen, und das ist völlig okay. Ja, du hast es schon am Anfang ein bisschen angesprochen, Freiheit, ein großes Thema. Ich glaube, heute verstehen ganz viele Menschen unter Freiheit, dass man das tun und lassen kann, was man eben gerade will und möchte. Ich glaube, das Wort Freiheit wird heute ganz groß geschrieben. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich im Westen jetzt, wo wir leben, noch nie so sehr diesen Menschen ins Zentrum gestellt haben, wie wir heute das tun. Mit dem ganzen humanistischen Denken auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sein darf, wie er möchte. Und so Sätze wie zum Beispiel, ich kann tun und lassen, was ich will, ich darf sein, was ich will, wie ich denke und fühle, ist richtig und gut, ich bin gut, wie ich bin, meine Mitmenschen müssen mich annehmen, wie ich bin, für mich muss es stimmen, ich muss mir nichts gefallen lassen, niemand hat mir was zu sagen, ich habe ein Recht auf, jeder darf seine Meinung sagen. Das sind alles so Sätze, die sind so normal geworden. In der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Schweiz ist das auf jeden Fall der Fall. Das sind normale Sätze geworden. Und man könnte jetzt sagen, ja, das ist doch ein Fortschritt, das ist doch auch sehr gut. Es ist doch richtig, wenn Menschen einen eigenen Willen haben können, eine eigene Meinung. Ja, natürlich, es ist auch richtig so, dass wir Antisemitismus nicht tolerieren, dass wir nicht Rassismus tolerieren, dass wir einander beginnen wirklich anzunehmen in unserer Gesellschaft. Ja, natürlich, und auch, dass wir Nächstenliebe üben. Aber dies hat auch ein Problem. Denn dieser Humanismus, der stellt den Menschen ins Zentrum und sagt, wenn du Mensch dich selbst verwirklichen willst und tun willst und lassen willst, was du möchtest und deinen Trieben einfach folgst, wie sie dir gegeben sind, dann kann ich euch etwas sagen, dann wird der Mensch nicht Freiheit finden, sondern Gefangenschaft. Nein, ihr müsst nicht klatschen, alles gut. Ich werde noch ein paar Dinge so sagen. Das ist provokativ, ich weiß das. Aber das ist nicht Freiheit, weil der Mensch wird sich verlieren, weil er die Identität nicht findet, wer er wirklich ist. Weil in dem Haschen nach weltlichem Glück, nach Tun und Lassen, wie wir es wollen, wird der Mensch nicht glücklich werden. Ich werde euch dann nachher erzählen, warum, weil ich das selber so erlebt habe. Und in diesem Buch, in diesem Wort Gottes steht es drin, dass der Mensch erst frei wird, wenn er frei wird von sich selbst. Das steht im Römer zum Beispiel, fast das ganze Römer-Kapitel steht, dass der Mensch erst wirklich frei wird, wenn er sich selbst stirbt. Und ich möchte heute ein bisschen auf das eingehen. Ich habe heute keine Bibelverse mitgebracht, weil ich die Zeit nutzen will zum Sprechen. Und nicht, dass ich keine Bibelverse mag, aber ich merke einfach, manchmal so Bibelverse lesen ist ein bisschen etwas runterrattern, dass wir uns nicht merken können. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, wenn ihr das möchtet, auch zu Hause oder die ihr jetzt zu Hause dann auch nachhört, diesen Römer 8 mitzulesen, wenn ihr diese Message hört. Weil dort steht alles eigentlich drin, was ich heute ein bisschen darauf aufbaue. Und ich glaube wirklich, wir müssen das wie verstehen, dass wenn der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt, wenn er einfach seinen Trieben freien
Trieb lässt, sag ich mal, dann nennt die Bibel das sogar, dass es ein sündiges Verhalten ist, das den Menschen unter eine Herrschaft knechtet, und Sklaverei nennt sich, das Sklave von der Welt. Und warum ist das so? Ich möchte einfach das schnell ein bisschen erzählen, warum das so ist, weil das ist nicht meine Idee oder nicht meine Gedanken, sondern das steht im Wort Gottes. Gott schuf den Menschen, ganz am Anfang schuf er ihn als sein Abbild. Und Gott hatte diese wunderbare Idee, dass er den Menschen schuf, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Eine perfekte, wunderbare, gewaltige Beziehung, der nichts im Weg steht. Er schuf Adam und Eva in diesen Garten, setzte er sie und er wohnte mitten unter ihnen und sagte, und jetzt bevölkert die Erde und nehmt sie ein, immer mit mir zusammen. Geht. Und dann ist der Teufel, das war ein Erzengel, er hat Gott angebetet und der Teufel, der wollte sich nicht unterordnen, dieser Herrschaft von Gott, seinem Schöpfer. Er hat sich aufgelehnt, er wurde stolz und Gott hat ihn herausgeschmissen aus dem Himmel, aus dem Paradies heraus und hat gesagt, weil du dich gegen mich auflehnst, schmeiße ich dich auf die Erde. Und dieser Feind, dann dieser Teufel, hat dann den Menschen versucht, hat dann den Menschen gesagt, hey, willst du wirklich Gott gehorsam sein? Willst du wirklich nur von diesem Baum essen? Willst du wirklich nicht probieren von diesen Früchten, die so gut aussehen? Und der Mensch, der war so naiv, der kannte ja Gut und Böse nicht. Der war einfach vollkommen in Gott. Vollkommen. Und er aß dann aber von dieser Frucht, weil er sich verführen ließ von diesem Feind, von diesem Satan. Und das ist der Feind Gottes. Und weil der Mensch sich verführen ließ, von diesem Feind Gottes sind auch wir zu Feinde Gottes geworden, mit unserem ganzen natürlichen Wesen, wie wir geboren sind. Das ist eine Folge von dieser sündigen, gefallenen Welt. Das steht hier in diesem Wort in der Bibel, ganz am Anfang in Genesis. Das ist eine Folge davon, dass wir Gott ungehorsam waren. Und deshalb ist es über die Generationen ist es weitergegeben worden, dass wenn wir schon geboren werden, dass wir uns grundsätzlich gegen Gott stellen. Wir rebellieren gegen Gott, wenn wir auf die Welt kommen, gegen seine Liebe rebellieren wir. Schau mal ein kleines Kind, dem musst du mal nicht sagen, dass es, keine Ahnung, dass es nicht wütend sein soll oder nicht trotzig sein soll. Das sind sie einfach. Kaum werden sie, können sie ein bisschen sich was bewegen, sind sie schon egoistische Wesen. Und dieser Mensch, der unsere Natur ist nicht von Grund auf einfach gut, sondern wir brauchen Erlösung. Und diese Erlösung ist gekommen mit Jesus Christus. Vor über 2000 Jahren, Gott hat das gewusst, dass der Mensch niemals, niemals zurückfinden wird in diese gewaltige, vollkommene Beziehung zum Vater. Er wusste, das wird ein Verhängnis bleiben für den Menschen, wenn die werden es nicht schaffen, wieder vor mein Angesicht zu kommen. Und er schickte seinen wunderbaren Sohn, Jesus Christus, um uns zu erlösen. Und dann kam Christus als König in die Welt. Und wenn wir es kapiert hätten, dann wäre er auch König geworden in unseren Herzen. Und jetzt sehen wir die Welt heute. Und die Welt ist gefallen. Sie wird regiert vom Feind. Und ich finde, das ist ein perfektes Abbild, wenn ich die Welt heute anschaue, denke ich, schaut, wenn wir einfach nur leben, wie wir wollen, wir machen einander einfach nur kaputt. Es ist so. Wir sind nicht fähig, einander wirklich zu lieben. Unsere Liebe ist nur an Bedingungen geknüpft, immer. Du gibst mir, dann gebe ich dir. Das ist nicht, wir leben nicht in dieser Vollkommenheit, die eigentlich mit Christus zurückgekommen ist. Er hat gesagt, jetzt komme ich in dein Leben. Und jetzt bin aber ich König, komm zurück zum Vater, komm wieder zu mir. Und dann kannst du wirklich frei werden. Ich persönlich habe das überhaupt jahrelang nicht kapiert. Ich habe es auch nicht gelehrt bekommen. Viele von uns haben es nicht gelehrt bekommen. Es ist uns geraubt worden, dieses Evangelium. Vieles ist uns geraubt worden. Heute, vieles, was wir heute glauben, wo wir denken, was wahr ist, ist nicht die Wahrheit, wenn wir die Bibel anschauen. Es wird uns so vieles geraubt, weil die Welt uns so verlockt, weil der Feind uns so sehr verlockt mit Dingen, die doch so gut aussehen. Aber dabei rennen wir am Ziel vorbei, wirklich in die Freiheit und in ein Leben in Fülle zu kommen mit Gott, dem Vater im Himmel. Davon bin ich so überzeugt. Ich bin aufgewachsen als gläubige junge Frau. Ich war aber sehr, sehr unsicher in meinem ganzen Sein. Ich habe das einfach überspielt mit meinem Clownsein und mit meiner großen Klappe. Habe ich so getan, als wüsste ich, wie das ist, Christ zu sein. Ich habe aber einfach nur abgeschaut.
Ich habe abgeschaut, habe gesehen, ah, so ist man als Christ gut, dann verhalte ich mich auch so. Ich bin dann als jung auch ins ICF gekommen, im ICF Bern bin ich groß geworden. Ich war 20 Jahre im ICF Bern zu Hause mit meiner Familie und bin dann sehr schnell gefördert worden. Ich durfte auch singen und Lobpreis leiten. Mit 23 Jahren wurde ich angestellt, habe das ganze Worship-Team dann leiten können. Und zu diesem Zeitpunkt war ich eine Frau, außen perfekt, innen leer. Alles ist mir gelungen, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Weltlich gesehen hatte ich Glück, ich hatte, wie gesagt, einen wunderschönen Mann heiraten dürfen, einen wunderbaren Mann, mein Traummann, kann ich wirklich sagen, immer noch heute, hatte wunderbare 3 kleine Kinder, hatte eine wunderbare Anstellung, ich hatte viel Anerkennung von Menschen, wir hatten eine schöne Wohnung, viele Freunde, ich hatte keinen Schicksalsschlag erlebt bis zu diesem Zeitpunkt, ich hatte keine Krankheit in meiner Familie, wir hatten keine Schulden, alles äußerlich perfekte Dinge und ich haschte nach diesen Dingen, ich kann euch sagen, alle, die ich war süchtig, dieses Leben zu haben. Und ich kann euch sagen, ich habe jeden Tag, war ich so unterwegs und oft abends im Bett, dachte ich, das gibt's irgendwie nicht. Warum bin ich so leer? Ich habe ja alles. Ich habe ja alles. Warum alles in der Welt bin ich so leer? Ich war ständig am Vergleichen. Anerkennung bei Menschen gesucht. Ich habe mich gemessen mit allen. Ich war unersättlich. Ich war so unzufrieden mit den Zuständen. Ich wollte es immer verbessern. Mein Haschen nach Glück war einfach Verbesserung von Dingen, von Anerkennung. Und dies führte dann zu großer Eifersucht, zu großem Geltungsdrang, Anerkennungsdrang, Anerkennungssucht, Kritiksucht, Kritikdrang, Kritikangst, Konkurrenzdenken, ich hatte riesen verurteilte alle, ich lästerte über alle, dass es mir besser ging. Ich hatte einen riesen Minderwert und zugleich einen riesen Stolz in meinem Herzen. Soll mir mal jemand sagen, dass das Freiheit ist? Oder äußerlich alles gut und innerlich so zerrissen. Und wisst ihr was, die Welt, die läuft so umher hier draußen. Auch ganz viele Christen laufen so umher, die tun, als ob. Und hier ist alles leer. Die haschen nach Karriere, nach Glück, nach Kleider, nach Fashion, nach Anerkennung, nach irgendwie, nach gesehen werden, nach Schönheit, nach Sport und werden leerer und leerer und leerer, weil nur jemand dich füllen kann. Das ist der Vater, der dich gemacht hat. Nur ein einziger gibt es, der deine Sehnsucht stillen kann, dass du frei wirst. Das ist der Vater im Himmel. Ich kann das wirklich bezeugen. Da ist so vieles, ist unter Deckment, ist momentan unter diesen Teppichen. Wir tun so fromm. Ich habe so fromm getan. Ich kann heute diese frommen Fassaden fast nicht ausstehen. Und deshalb frage ich die Menschen immer, wer sie wirklich sind, weil ich wissen will, wer sie sind. Mich imponiert das nicht, wenn jemand gut sprechen kann da oben. Ich konnte das auch. Ich konnte auch gut singen. Ich wusste wie. Aber tagtäglich hatte ich Angst, dass morgen mein Kind stirbt. Was ist dann? Ich wusste, ich wäre niemand mehr. Wenn mir was genommen wird, wenn ein Schicksalsschlag kommt, die Maria gibt es nicht mehr, weil die lebt irgendwie für etwas auf dieser Welt, um mehr zu bekommen. Und ich wusste schon von diesem Christus. Ich wusste von ihm, aber ich fand ihn nicht. Ich habe ihn nicht gefunden im Suchen nach persönlichen Erfüllungen von meinem Ego. Alle meine Wünsche habe ich mir erfüllt, mein Selbst genährt, mein Ego genährt. Ich habe mir genommen, was ich wollte und wurde leerer und leerer. Und dann kam Christus in mein Leben. Das ist eigentlich peinlich zu sagen, aber es ist so. Ich war 28, schon 10 Jahre in der Kirche am Worship leiten, Lobpreis leiten, Gott anbeten, so wie das diese wunderbaren Frauen gemacht haben. Und habe erst nach 10 Jahren Gott wirklich gefunden. Diese Geschichte erzähle ich euch heute nicht, weil es wäre einfach zu lang. Und natürlich, ich kannte ihn vom Hören sagen, aber ich habe ihn nicht kennengelernt in meinem Herzen. Weil Gott, der wünscht sich eine lebendige Beziehung zu deinem Herzen. Zudem sind wir geschaffen, nach dem sehnen wir uns doch alle. Die ganze Welt sehnt sich danach. Ich schaue mit so viel Traurigkeit
die Welt an, weil ich denke, sie suchen ihr Glück irgendwo, aber dabei suchen sie den Vater, der sie geschaffen hat. Identität gibt nur einer, der sagt, du, ich habe dich gemacht, ich kenne dich und ich sehe dich, ich liebe dich, ich will dich. Und der hat Interesse an deinem Herzen, an nichts anderem. Und du darfst dich einfach von ihm finden lassen und ihn beginnen zu suchen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Auch wenn du schon Christ bist und merkst, da ist irgendwas stagniert. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich habe keine Freiheit. Ich bin absolut gefangen. Ich stresse mich so vieles. Dann kann ich dir eins sagen, diese Freiheit ist zu finden bei diesem Vater im Himmel, dem Schöpfer Gott der Bibel, der seinen Sohn gesandt hat. Und der hat gesagt, ich habe meinen Sohn gesagt, damit er den Weg frei macht, für das du wieder zurückfindest zum Vater. Ist das nicht herrlich? Ihr seid so begeistert. Halleluja. Ihr seid erschlagen, gell? Ich weiß schon, das gefällt mir. Nein, gefällt mir nicht. Alles gut. Entschuldigung. Gut. Genau. Wir brauchen ihn mehr als alles Glück dieser Erde. Noch wenn wir nach allem haschen, was wir wollen und denken, wenn wir das noch machen, was ich jetzt schon lange möchte, dann bin ich glücklich. Vergiss es. Vergiss es. Du kannst alles erreichen, wenn du willst. Aber du wirst nie Glück finden, weil nur jemand dir Glück geben kann, der Vater im Himmel. Und dann kam dieser Vater in mein Leben, dieser Jesus, und ich kann euch sagen, er hat alles restauriert in mich. Zuerst ist alles zusammengebrochen, die ganze Fassade, da war Zerbruch. Ja, auf einmal war da niemand mehr, nur noch ein kleines Häufelchen Elend. Eine Frau, die nicht wusste, wer sie war, die sich irgendwie was aufgepaust, geplustert hatte und nicht wusste, wer sie war. Und da kam ein liebender Vater, der gesagt hat, Maria, ich liebe dich, ich will dich, ich habe dich schon immer gesehen. Aber du findest mich nicht, indem du mir irgendwas bringen willst, indem du mir gute Lieder singst, indem du einfach nur in der Gemeinde mitarbeitest und denkst, das genügt, du findest mich nicht im Schritt 1, 2, 3 befolgen, in eine gute Christin sein, in dir Mühe geben, alles richtig zu machen. Ich bin nicht dort zu finden. Ich bin dort zu finden, wo Menschen mich aufrichtig und ehrlich suchen und sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Wo bist du, Jesus? Schau mich an, ich habe alles und ich habe doch nichts. Oft müssen wir zuerst tief fallen, dass wir ihn suchen. Aber bei mir war es so, ich hatte alles und musste so gestehen, ich hatte nichts. Nichts hat mich gesättigt. Und dieser Jesus hat mich in eine wunderbare Beziehung zum Vater geführt. Das Wort wurde lebendig für mich. Eine Herzensbeziehung begann. Und ich begann Zeit, Stunden, Tage bei seinen Füßen zu verbringen und einfach auf ihn zu hören, von ihm zu lernen, von meinem Vater im Himmel. Es steht in der Bibel, ich glaube, das ist Matthäus 11, 28, 25, glaube ich. Oder, ja, ich glaube, Matthäus 11, 25, dort steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch so abmüht und unter eurer Last leidet. Kommt doch endlich. Ich meine es so gut mit euch. Ich schaue nicht auf euch herab. Lernt von mir. Jesus ist Rabbi. Er ist Lehrer. Er will uns lehren. Der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt, er will uns lehren. Und das, dort begann dann diese Freiheit, dieser Start in diese neue Freiheit. Als Jesus in mein Leben kam, da fragte er mich, ob er jetzt auch König werden darf über meinen Gedanken und Gefühlen, über meinem alten Ich. Und er begann aufzuräumen. Das tut weh. Das ist schmerzhaft, wenn dein Ego sterben muss. Das gibt nichts Schlimmeres, weltlich gesehen, als wenn dein Ego täglich dem Herrn, dem Geist Gottes unterordnest. Aber ich kann euch sagen, eins sagen, wenn du Christus reflektieren willst und willst, dass Leute an dir Jesus sehen, dann musst du sterben. Und dann muss er zunehmen. Wirklich. Und du wirst unglaublich beschenkt. Das ist das Schönste, was uns passieren kann. Jesus hat es selber gesagt in Matthäus 16, dass wenn du mir nachfolgen willst, er hat das seinen Jüngern gesagt, er hat gesagt, die mir nachfolgen wollen, sie dürfen nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Jetzt müsst ihr das mal anschauen. Jetzt steht das in diesem Wort und die Welt macht genau das jetzt. Das ist eine Verführung. Wir verirren uns. Wenn wir denken, dass es uns glücklich macht, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Warum sind da so viele Ehen geschieden? Das ist, weil jeder Recht hat in der Ehe.
Ich habe recht, nein, ich habe recht, weil wir nicht einander lieben können mit der Liebe von Christus. Weil wenn die mir nicht gibt, dann mache ich das und wenn ich das nicht bekomme, dann nicht halt. Versteht ihr, wir sind gefallen, wir brauchen dringende Lösung. Und Gott hat sie bereit, schon lange ist sie da. Das ist aber nicht mit einem Kirchengang am Sonntag gemacht. Das ist eine persönliche, tiefe, lebendige Beziehung. Das ist ein geistiges Training. Schaut mal meine Muskeln. Nein, ich bin Bäuerin. Geistiges Training, das ist, wir investieren in das, was uns lieb ist, was wir brauchen, um auf der Fährte zu bleiben, sicher zu sein, wo wir hin müssen. Und dann kommt dieser wunderbare Geist Gottes in unser Leben hinein. Dieser Geist, Jesus hat gesagt, wenn ich zurückgehe zum Vater, ich bereite euch eine Wohnung vor. Wir leben für eine Ewigkeit, stellt euch das mal vor. Für uns ist diese Welt immer so wichtig. Dabei leben wir eigentlich erst für eine Welt, die ewig sein wird. Hier ist es wichtig, was wir tun und wie wir uns entscheiden. Für wen wir leben, wie wir leben, aber nicht, was wir alles erreichen. Dieser Geist kommt dann in uns. Jesus hat gesagt, ich lasse euch diesen Geist hier. Und er wird euch alles lehren und noch viel mehr, er wird euch an alles erinnern. Und nehmt dieses Abendmahl täglich, so viel ihr könnt, und erinnert euch daran, was ich gemacht habe. Und heute begreife ich, warum dieses Abendmahl so essentiell ist. Für viele ist das völlig ein Abendmahl, da Blut und ein bisschen Brot und so. Ich weiß heute, warum. Jesus wusste, wie schnell wir vergessen. Jesus wusste genau, wie schnell wir vergessen. Wie schnell die Generationen vergessen, wie schnell die Generationen gefälscht wieder das Wort weitergeben, wenn sie nicht in der Kraft bleiben von diesem vollbrachten Werk. Ich nehme das Abendmahl oft auch mit meinem Mann, weil ich sage, ich will nie vergessen, was du bezahlt hast. Du hast mich freigekauft und ich darf heute als freie Frau leben. Und schau, dieser Geist ist es schlussendlich, der uns hilft, frei zu werden von Süchten, frei von Ängsten, frei von Eifersucht, frei von Konkurrenzdenken, frei von, ich muss aber haben, ich habe ein Recht auf. Frei von Anerkennung, frei von Kritik, frei von Menschen. Das heißt dann nicht, dass die Menschen uns egal sind, aber stellt euch das mal vor, wenn wir einander nicht mehr verletzen können, weil wir einfach frei sind. Dass wir einander lieben können und einander sehen können durch die Augen von Christus. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn da draußen in der Welt viel mehr Menschen leben würden mit dieser selbstlosen Liebe, die sich einfach hingibt, ohne etwas zu erwarten. Die nicht mehr sich aufplustern muss und sagen, ich habe aber auch noch eine Idee und ich will doch und ich muss und ich finde, man sollte. Ja, natürlich dürfen wir unseren Mund erheben, aber nur mit dem Wort Gottes, mit dem, was wir glauben, dass es die Wahrheit ist, das geheiligte Wort und nicht um uns selbst Recht zu verschaffen. Dieser Jesus hat mich frei gemacht. Ich kann euch sagen, ich war so eine Zicke. Ja, wirklich. Und ich war ungeduldig, auch mit meinen Kindern. Und ich bin auch noch heute auf einem Weg. Ich habe immer noch Dinge, wo ich frei werde. Ich habe Menschenfurcht zum Beispiel. Ich habe Angst vor Kritik. Ich habe Angst vor Verleumdung. Und Jesus hat mich auf einen Weg genommen und gesagt, Maria, Verleumdung wird kommen. Aber ich mache dich ready dafür, dass du das aushältst. Es geht nicht um dich, es geht um mich. Schau, wenn man das Mund so öffnet, wie ich das tue. Wow, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist nicht einfach. Weil ich weiß genau, ich komme dann auch auf die Kappe geschissen. So sagt man in der Schweiz. Man schießt immer auf die Kappe. Weil ich weiß, dass nicht jeder hören will. Und dann macht man sich ein Bild über mich und ich merkte, Jesus, ich kann das nicht. Aber ich will einfach treu sein und das tun, was er mir sagt. Und wenn ich nur ein bisschen was tun kann, dass dein Königreich wieder voranbringt, dann lohnt es sich. Dann lohnt es sich so. Deshalb, wenn dann der Heilige Geist in uns kommt, dann sind wir nicht mehr länger diesen selbstsüchtigen alten Wünschen und Verlangen ausgeliefert. Das sagt dieser Römer. Er sagt, dass wir dieser alten Natur nicht mehr folgen müssen, weil der Heilige Geist uns hilft, dass wir jetzt Christus gehorsam sein können. Das geht alleine nicht. Ich habe das jahrelang versucht, aber mit Christus wird das möglich. Und er führt uns dann in eine wunderbare, wunderbare Beziehung, wo wir weder Angst haben müssen, weder wieder versklavt werden, sondern nein, er sagt, ihr werdet zu Kinder Gottes. Ihr dürft sogar Abba, liebender Vater, sagen, diesem Vater im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Und da ist keine Verdammnis. Bei diesem Vater gibt es auch keine Opfer.
Jesus ist Opfer. Er hat bezahlt für alles. Du darfst herauskommen aus Opferhaltung. Du kannst herauskommen heute, wenn du denkst, dass Menschen dir Unrecht getan haben. Das tun sie. Wir tun einander Unrecht, ja. Aber in diesem Geist ist Vergebung möglich in jeder Situation. Und es ist auch möglich, dass wir unsere Vergangenheiten aufräumen können und weitergehen können. Dass wir in unseren Jobs bleiben können, auch wenn unser Chef vielleicht schwierig ist. Dass wir aushalten können, auch in einer Ehe, die zehrt. Dass wir beginnen können, unseren Partner beginnen zu sehen aus den Augen von Jesus und einfach allein mal unsere Dinge anschauen und weitergehen. Es ist so, so vieles möglich. Vielleicht denkst du, das ist doch dann so langweilig, wenn dieser Gott, ja, wenn ich dann tun und lassen muss, was er tut oder was er will. Aber ich kann dir sagen, das ist die größte Freiheit ever. Wirklich, er macht uns frei von Anerkennungsdrang und Minderwert. Er hilft uns in Not, schenkt Hoffnung und Freude. Wie viele fallen in schwierige Umstände und das Erste, was sie tun, ist Gott anklagen. Fatal. Das ist, weil du ihn nicht kennst. Aber wer ihn kennt, steht sicher. Steht auch im Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, es wird ihnen alles zum Guten dienen. Ich werde das nach dem Schluss noch erzählen. Alles wird ihnen zum Guten dienen. Ich weiß das heute vom Herzen, dass Gott nie was zulassen würde, was mir schadet. Ich bin Tochter. Ich bin Tochter und da kann mir alles genommen werden. Wisst ihr das? Alles. Weil er ist gut und gerecht. Ich lebe für ein höheres Ziel. Und das ist Freiheit. Selbstsüchtige Wünsche haben nichts mit Freiheit zu tun. Sie zerstören uns. Sünde versklavt. Ich denke, es ist Zeit, dass wir das Ich, mich, meiner, mir Prinzip in unseren christlichen, wirklich gottesfürchtigen Kreisen verabschieden müssen. Und sagen müssen, König der Könige, was ist dein Plan? Wir kommen. Zu jedem Preis folgen wir dir. Sind wir dazu bereit? Noch nicht ganz. Gut, ich war auch ein bisschen weiter. Unter seiner Leitung zu laufen, macht mich frei. Ich muss dann nicht mehr von Menschen bekommen, um glücklich zu sein. Mein Mann muss mich nicht glücklich machen. Ich bin glücklich, weil Christus mich gefunden hat. Und ich hole mir jeden Tag bei ihm meine Bestätigung und Anerkennung. Ich muss auch nicht Dinge besitzen, um glücklich zu sein. Ich muss keine Ferien haben heute, dass ich glücklich bin. Ich muss nicht viel Geld haben. Ich muss nicht den Menschen gefallen. Ich merke einfach, ich habe einen Frieden und eine Freude im Herzen, die alles übersteigt. Ich muss nicht einer Karriere nachrennen, wenn das nicht mein Plan ist. Das heißt nicht, dass das falsch ist. Wenn Gott das sagt, geh, follow him, go. Aber ich sage einfach, sei gehorsam. Tu es nicht nur, um dich selbst zu verwirklichen. Tu es im Gehorsam. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ich bin so frei geworden vom Vergleichen, vom Messen, vom Mithalten. Und darf heute einfach abgeben, Dinge, die mich stressen. Und voran bin ich frei geworden, meine selbstsüchtigen Wünschen zu folgen. Ich habe Gott das abgegeben und gesagt, du darfst mein ganzes Leben haben. Hier, nimm's, verwende es, was du immer willst. Ob gute Dinge oder schwierige Dinge. Eins habe ich habe einen Wunsch, dass ich näher zu deinem Herzen komme. Das ist meine größte Sehnsucht heute, weil ich da drin ein Glück und ein Frieden und eine Freude finde, die die Welt nicht bieten kann. Ich habe vor 3 Jahren meine beste Freundin verloren. An einem tödlichen Bergunglück ist sie abgestürzt mit ihrem Ehemann. Von einem Tag auf den anderen war sie weg. Und in dieser Zeit dann durfte ich dieses Fundament von Jesus spüren. Ich habe dann einen Song geschrieben, Dein Friede. Ich werde ihn heute Abend noch singen. Er ist mittlerweile auch in Hochdeutsch übersetzt und auch schon aufgenommen worden. Deshalb singe ich ihn auf Hochdeutsch genau. Aber ich habe ihn natürlich in Berndeutsch geschrieben, zum Ausdruck geben, was das bedeutet, wenn man auf dem Fundament, auf dem Fels Jesus steht. Ich hätte Gott nie verklagen können, keinen einzigen Tag, weil er ist nur gut. Und was ich erlebt habe, ist ein Gott, der treu zur Seite steht, all denen, die ihn lieben. Die ihn wollen. Er ist immer da, immer da, immer da. Wenn du ihn nicht spürst, dann liegt es wahrscheinlich an dir und nicht an ihm. Verstehst du? Er ist immer da, er will dich, er sieht dich. Aber er ist auch Wahrheit und Klarheit. Und die ihm folgen, denen gibt er ein Fundament, das jeden Sturm überstehen kann. Dann vor 2 Jahren ist mein Mann erkrankt. Und nicht, dass das Gott bewusst tut. Versteh mich richtig. Es geht nicht darum, dass Schicksalsschläge passieren. Manchmal glaube ich sogar, dass Schicksalsschläge eigentlich, also
ich glaube ganz fest, die gefallene Welt, wir erleiden einfach ganz viele schreckliche Dinge vom Feind, die der Feind uns geben will. Aber wenn wir Christus haben, können sogar diese Dinge uns dienen. Wirklich. Weil stell dir mal vor, wer soll denn leuchten in Dunkelheit, wenn nicht die Christen? Weil sie Hoffnung haben und Halt haben, weil es ihnen nicht die Füße und den Boden unter den Füßen wegzieht. Das verspricht Gott im Wort Gottes. Das ist seine Zusage. Er hat nie gesagt, dass er uns verschont von allem Unheil. Aber er hat immer gesagt, und dir wird es kein Haar krümmen, ich bin bei dir. Und dann ist mein Mann erkrankt vor 2 Jahren. Wir wussten nicht, was er hat. Er hat ganz schlimme Kopfschmerzen. Diese Zeit vom Warten auf all diese Berichte von MRIs und CTs, das war für mich eine Prüfungsphase. Ich ging oft in den Wald und sagte, Herr, ich danke dir, dass du mich lehrst, was Hingabe wirklich heißt. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Hingabe. Dort schreit, dort singe ich. Ich lege alles auf den Altar. Mein Liebstes gebe ich hin, nicht mehr ich selber, sondern mein ganzes Leben darfst du haben. Und ich wusste, jetzt bin ich gefragt, gebe ich mein liebstes irdisches Wesen auf diesen Altar oder sage ich Gott, ich kann ja genug beten und für Heilung erbeten. Und ich wusste einfach, das könnte ich, aber das ist auch mein Wunsch. Das ist auch mein Ego. Das will Heilung, immer. Wie wäre es, wenn ich einfach sage, ich lass los, ich vertraue dir. Ich kann euch eins sagen, dieses Loslassen hat mir Freiheit gebracht. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Und noch heute muss ich immer wieder loslassen. Heute ist er Gott sei Dank gesund, es war nichts Schlimmes. Aber ich lege jeden Tag meine Kinder alles auf den Altar, weil ich weiß, es kann morgen anders sein. Früher war ich getrieben von dieser Angst. Heute bin ich in tiefer Zuversicht, weil ich eins weiß. Er ist nur gut. Und schau, ich glaube, das ist wahre Freiheit, die Gott uns geben wird. In Philipper 4 steht es schön, ich habe diesen Vers mitgebracht für euch. Hat Paulus gesagt, ob ich viel habe, wenig habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und Hunger leiden. Ich kann krank sein oder gesund sein. Ich kann tot sein oder leben. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Amen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir das Glück nicht in der Welt suchen, sondern bei Jesus. Und wir werden so unglaublich beschenkt werden. Ja, jetzt möchte ich euch diesen Song vorsingen, diesen Song Dein Friede, den ich geschrieben habe in dieser Zeit von Not und der für viele und auch für mich selbst eine große Ermutigung war. Sicht ist größer als die von mir, ja, wovor fürchte ich mich?
doch alles in deiner Hand ist und alle Herrschaft dir gehört, kann ich getrost in die Zukunft schauen, denn ich bin sicher bei dir. Du bist mein Fels in der Brandung, mein einzig sicherer Ort. Du hältst stand in jedem Umstand, mein Fundament. Ich ohne dich. Ich wäre so verloren bei mir selbst. Am Suchen, am Haschen nach Glück. Du liebst uns so sehr und du willst uns. Finde uns, Herr. Wir brauchen dich in unseren Umständen, Herr, in allem, wo wir drin sind. Wir brauchen dich. Komm. Komm, Herr. Komm und rufe uns hinaus, Herr. Hilf uns, dass wir aufstehen können, herauszukommen aus unseren Opferhaltungen, aus unseren Sklavenhaltungen, aus unseren Fassaden und Umständen, die uns knechten, aus falschen Vorstellungen und Prägungen, Herr. Hilf uns, dass wir vergeben können unseren Peinigern, die uns verletzt haben. Hilf uns, Jesus. Hilf uns, dass wir kapitulieren können vor deinen Füßen und dir nichts mehr beweisen müssen, wie gut wir sind, wie gut wir es können. Hilf uns. Ruf uns zur Buße auf, dass wir kapitulieren und bekennen, dass wir nicht ohne dich können. Hilf uns, Herr. Erbarm dich nochmals, dass wir das einsehen, dass die ganze Welt dich braucht. Wir können nicht ohne dich leben. Du Schöpfer, Gott, du Atem von allem, du bist mein Lebensatem. Wir brauchen dich. Erlöse uns, dass wir beginnen können zu leuchten aus uns heraus, dass du sichtbar wirst in unserem Sein, in unserem Denken, Fühlen und Sprechen und Handeln, dass da Königsherrschaft reinkommt, dass die Welt sieht, wenn sie uns sieht, dass wir zum König der Könige gehören, dass wir nicht mehr Sklaven sind, dass die Welt uns nicht täuscht, nicht wegnimmt, nicht von uns lockt, dass wir diesen Verlockungen widerstehen können, weil wir was viel Besseres haben.
Hilf uns. Und ich danke dir einfach, dass du jetzt auch heute Abend durch diese Reihen gehst, zu diesen wunderbaren Frauen und Männern, zu jeder Einzelnen. Und dass du dich erbarst und dich offenbarst, Heiliger Geist. Was sind schon meine Worte, wenn du dich nicht offenbarst? Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Komm, Heiliger Geist, komm und zeig dich uns. Komm in unsere Herzen, ruf uns beim Namen. Schenk uns neue Identität, neuen Fokus, neue Klarheit und neue Freiheit. In deinem Namen. Halleluja. Amen. Amen.